Deutschlands größter Freizeitpark rüstet auf. In rund 2 Jahren Bauzeit entstand auf dem Gelände des Europaparks ein riesiges Erlebnisbad. Eine einzigartige Kombination in Deutschland. Das neue Areal mit Themenhotel und Wasserwelt soll noch mehr Gäste anlocken. Kosten 180 Millionen Euro. Zahlt sich diese riesige Investition aus? Also es ist schon Adrenalin pur da hoch. Also guck mal. Die Gäste kommen mit großen Erwartungen. Für die Mitarbeiter bedeutet das Stress. Jetzt sind wir gerade so ein bisschen in der heißen Phase. Das heißt, jetzt noch eine halbe Stunde muss alles drüben sein. Genau, gerade einmal hier außen rum, bitte. Der Herr hier, die Dame da, die Kiddies da. Doch die Freizeitbranche ist hart umkämpft. Geht das Konzept aus Freizeitspaß und Baden wirklich auf? Familie Schmidt aus Hessen hat im Februar 2020 einen Kurztrip in den neuen Wasserpark bei Rust gebucht. Olaf und Elke werden zusammen mit ihren Zwillingen Ella und Max das Erlebnisbad testen. Wow, das ist echt mega angeregt, oder? Folge. Guck mal, wie schön. Ja. Max, freust du dich? Ja! Ja! Die Ella ist schon drin. Die hat uns schon eingecheckt, glaube ich. Hier. Ja. So. Oh, guck mal hier. Übernachten wird die Familie im neuen Themenhotel Kronasar, das direkt neben dem Wasserpark Rulantica liegt. Herzlich willkommen bei uns. Vielen Dank. Angreifst du uns? Ja, okay. Auf erster Etage direkt oben. Mhm. Okay, super. Mhm. Danke. Die Zimmerpreise des nordisch designten Hotels beginnen bei rund 80 Euro pro Person. Je nach Kategorie kommt noch ein Aufpreis hinzu. Die 4-köpfige Familie bezahlt für ihre Übernachtung im Standardzimmer mit Frühstück insgesamt 268 Euro. Mit den Kindern war man in so Hotels, wo so detailverliebt ist, noch bisher noch nicht. Aber hier ist ja auch, hier sind ja Kinder auch erwünscht. Das ist das Schöne dabei. Also schon sehr gehoben vom Preis, muss man ganz ehrlich sagen. Ich finde auch, wenn du den Eintritt dann dazu zählst, so ich sag mal eine Nacht, einen Tag, sind schnell mal 500 Euro vorneweg mit 4 Personen. Dann isst du noch eine Kleinigkeit. Das ist schon dann zu überlegen, muss man ganz ehrlich sagen. Die Erwartungen sind hoch, ob sie auch erfüllt werden. Die Idee für eine ganzjährig geöffnete Wassererlebniswelt gleich neben dem Europapark hatte die Betreiberfamilie Mack bereits Mitte der 90er Jahre. Bis zum Baubeginn sollte es aber noch rund 20 Jahre dauern. Ende 2019 wurde auf dem 450.000 Quadratmeter großen Areal der neue Park im skandinavischen Stil eröffnet. Die Hotelgäste gelangen über eine Brücke direkt ins Bad. Der Eintritt kostet 38,50 Euro für die Erwachsenen. Kinder bezahlen 3 Euro weniger. Das erinnert mich gerade so ein bisschen an ein Fahrgeschäft im Europapark. Ja, Check-in. Da müssen wir dann wohl hin. Knapp 150 Euro Eintritt bezahlen die Schmidts insgesamt. Dafür wirbt der Betreiber mit jeder Menge Bade- und Actionspaß. Vom Wellenbad bis zur Poolbar. Vom Kinderparadies bis zur Highspeed-Wasserrutsche. In der riesigen muschelförmigen Halle gibt es insgesamt 25 Wasserattraktionen, darunter 17 Rutschen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Familie Schmidt will sie alle ausprobieren und bewerten. Ich glaube, wir überlegen gerade, wo wir anfangen. A, B oder C. Das müssen wir mal sehen. Aber es gibt genug. Ich glaube, wir haben genug Auswahl hier. Ihr erster Eindruck ist positiv. Trotz der vielen Badegäste, die sich schon jetzt zu Beginn des Wochenendes hier tummeln. Wenn jetzt so ein Tag ist, wo so viel los ist, ein Wochenende, da kann man damit davon ausgehen, dass es nochmal eng wird. Aber wir haben jetzt auch keinen Stress, dass wir uns mit 4x2 Liegen setzen, weil wir werden die meiste Zeit in Action sein. Überall mal sein. Also von daher alles gut. Die 4 sind auf der Suche nach der Duellsprungrutsche. Aber wo geht's lang? Sehr gut, wenn das mal ausgeht. Schilder sind hier so ein bisschen.
Vater Olaf findet einen Parkplan. Vielleicht hilft der ja weiter. Also, bitte schön. Ja, okay, Papa macht den Pfadfinder. Hier, wo die Hand leuchtet. Persönlich tun mir es sehr schwer mit der Orientierung, aber das sind wir Frauen, glaube ich auch. Nett, ja. Aber ich finde, mir fehlen hier die Hinweisschilder. Also irgendwie ist hier, also man hat es ja gerade gemerkt, ich wusste gar nicht, welche Attraktion wo ist. Ja, man kann die Karte angucken, aber jetzt, dass wirklich so Wegweise sind, einfach wo links, rechts, da, der, die Rutsche, also ich empfinde das als zu wenig. Endlich angekommen geht es zum Rutschenduell. Zum Glück noch ohne Schlange stehen. Doch schon nach dem ersten Mal rutschen ist Schluss mit lustig. Das Mann, das ist schon heftig. 35 bis 40 Minuten schon ein bisschen, muss ich sagen, gerade. Ich glaube, wir kühlen uns jetzt erstmal ab in einem Kanal oder sowas und dann machen gehen wir in eine ganz Rutsche. Wildes. Wir gehen jetzt in Snorri's Saga. Snorri's Saga nennt sich ein 250 Meter langer Strömungskanal, der einmal durch den kompletten Wasserpark führt. Später will es die Familie noch einmal bei den Action-Rutschen probieren. Ob dann weniger los ist? Währenddessen im Themenhotel nebenan. Das neu eröffnete Haus hat sich dem Motto Expeditionen und Seefahrt verschrieben. Sowohl in der Einrichtung als auch in den Restaurants. Mit 650 Plätzen ist das Bubba Svens das größere der beiden Restaurants im Hotel. Darunter im Keller liegt die Großküche, in der auch für den Wasserpark mitgekocht wird. Felix Martin ist hier der Sous-Chef. Täglich muss er mit seinem Team bis zu 1300 Gäste im Hotel und 5000 Besucher im Badeparadies versorgen. Morgen! Wie geht's euch? Super! Alles gut. Schon früh am Morgen bereiten die Mitarbeiter die kalten Snacks und Sandwiches für das Erlebnisbad vor. In einer Stunde müssen sie fertig sein. So, you know, also, du weißt Bescheid. Um 8.30 Uhr muss alles raus. Okay, okay. Okay, thank you. Bobby? Yeah? Wie sieht's aus jetzt mit den Brötchen? Die müssen jetzt nach oben. Okay, just, soll ich dir schnell just helfen? Mix. Just mix. Machen wir schnell zusammen. Wenn es eng wird, packt der Chef auch selbst mit an. Super, und dann ab geht's nach oben. Und danach direkt Pasta-Soße, Pizzasoße für Rulantica, okay? Kommst du mit? Auf geht's. Für den Mittagsimbiss müssen der gelernte Koch und seine Kollegin noch 100 Liter Pizzasoße vorbereiten. Bobby, wir brauchen noch Zucker und Salz. 500 Gramm Zucker, 700 Gramm Salz. Wichtig ist natürlich für uns auch, dass wir alles strengstens nach Rezeptur kochen, damit der Qualitätsstandard immer gleich ist. Da legen unsere Chefs, gerade auch Herr Strütt, wahnsinnig viel Wert drauf. Dementsprechend muss ich natürlich auch achten, dass unsere Mitarbeiter diese Rezepturen einhalten. Darum geht's, damit wir natürlich auch gewährleisten können, dass jeden Tag alles immer gleich gut schmeckt. Allein im Wasserpark muss Felix Martin mit seinem Team täglich dafür sorgen, dass bis zu 5000 hungrige Gäste satt werden. Wie schafft man das? Ich bin auch erst seit September hier im Park. Das ist auch die erste Erfahrung für mich in Sachen Großküchen und Hotellerie in dem Sinne. Und was ich gelernt habe, es geht alles über Organisation. Sobald alles super organisiert ist, wir haben unsere Ware bestellt, unsere Ware ist da, damit unsere Angestellten dementsprechend die Ware verarbeiten können, nach strengem Zeitplan arbeiten, dann ist das alles super. Ja, das läuft alles perfekt. Danke dir, Bobby. Aber jetzt gerade nach der Neueröffnung von Rulantica ist es natürlich so, dass alles noch ein bisschen an Feinschliff fehlt. Ja, da sind wir jeden Tag am Drehen und Machen, damit jedes Rädchen dann irgendwann mal super miteinander funktioniert. Im Feinschliff sind die Betreiber des Europaparks, zu dem auch das neue Areal gehört, inzwischen Profis. Das bringen 45 Jahre Erfahrung im harten Freizeitpark-Business mit sich. Stress gehört zum Job dazu. Der Can, bei euch ist alles okay? Könnt ihr mir mal bitte einen Gefallen tun und mal kurz nach Renata oder Camille gucken? Ja, die sind jeweils alleine, dass sie Unterstützung bekommen, wenn was los ist. Morgen, Franta. Servus, auf geht's. Im Wasserpark wartet man schon auf die Sandwiches und die Pizzasauce.
Bis die ersten Badegäste Hunger bekommen, bleibt nur noch wenig Zeit. Jetzt sind wir gerade so ein bisschen in der heißen Phase für Rolantica. Das heißt, jetzt noch eine halbe Stunde muss alles drüben sein. Dennis, hast du noch Platz? Pizza, Pasta, ja. Ich hol dir noch schnell den Lieferschein, okay? Danke dir. Bis später. Geschafft. Doch das ist erst eine von vielen Lieferungen heute. Der Europapark in Rust ist Deutschlands erster Freizeitpark, der zusätzlich auf dem Areal auch noch ein Erlebnisbad betreibt. Dort arbeitet Marcel May als Operator. Das ist eine Mischung aus Ansprechpartner, Bademeister und Rutschenbetreuer. Machst du hier die Seite? Marcel beginnt seine Schicht mit einer banalen, aber wichtigen Aufgabe. Stehendes Wasser abzuziehen, damit niemand ausrutscht. Bonjour. Bonjour. Zumindest so gut es geht. Doch das ist nur eine von vielen Aufgaben. Als Operator betreuen wir eigentlich alle Bereiche, außer natürlich gastronomische Bereiche. Das heißt, die ganzen Rutschen, dann auch die Becken, wie beispielsweise jetzt hier beim Hopplerblatt. Da ist auch immer ein Operator mit dabei, der dann eben schaut, damit keine Kinder ins Wasser springen von der Seite her, weil das halt gefährlich wäre beispielsweise. Die nächste Station für den 33-Jährigen ist Rangnakor. Die Stadt auf Stelzen mit zwei Freifallrutschen. Das sind die extremsten und damit gefährlichsten Rutschen im Park. Dementsprechend streng muss Operator Marcel hier sein. Auf Schmuck, gerade Halsketten, die müssen die Besucher leider ablegen aus Sicherheitsgründen. Dann natürlich die richtige Rutschposition, Beine zusammen, Arme überkreuzen und Kopf nach hinten. Erst dann starten wir die Rutsche, vorher nicht. Denn sobald die Klappe sich öffnet, rauschen die Gäste mit bis zu 50 km/h durch die Röhre. Bei falscher Rutschposition könnten sie sich den Hinterkopf anschlagen. Der kritische Moment ist der Start. So, wir haben den Vorteil, wir haben hier einen sogenannten Totmannschalter. Das heißt, wenn ich jetzt hier rankomme, geht die Klappe nicht auf, sondern ich muss alle vier betätigen gleichzeitig. Sonst sagt das System, es ist nicht möglich zu öffnen, genau. Marcels Kollegin hat einen Gast mit Schmuck entdeckt. Hallo, Sie sprechen Deutsch? No. Englisch? Yes. Okay, it's not allowed. Jo. Yeah, you must remove and put it on. Jo, okay. Okay, thank you very much. Der Job des Operator ist ein ständiger Balanceakt zwischen Aufsichtsperson und Animateur. Manchmal muss Marcel auch Trost spenden. Alles gut? Oui? Na? Nein, na? Na? Okay. Einer? Die junge Dame hatte sich nicht getraut. Wir zwingen sie natürlich nicht. Wir fragen zwei, dreimal nach, ob sie wirklich nicht möchten. Aber wenn sie nicht wollen, wollen sie nicht. Das ist denen selber überlassen. Kurze Zeit später verlässt der gebürtige Allgäuer die Freifallrutschen schon wieder. Wir machen eine sogenannte Rotation, das heißt, im halben Stundentakt circa wechseln wir die Positionen, dass jeder an einer anderen Position ist, dass natürlich für uns Operator nicht langweilig wird und natürlich auch, dass du mehr auf die Sicherheit achtest. Weil wenn du den ganzen Tag an derselben Position bist, dann wird das sehr eintönig und dann kann ganz schnell mal passieren, dass ich nicht drauf achte, auf gewisse Sachen. Sein nächster Einsatzort? Der Rutschenturm am anderen Ende des Wasserparks. Durch die vielen Rotationen ist Marcel täglich zwischen 20 und 30 Kilometer zu Fuß im Badeparadies unterwegs. Da sind gute Kondition und ein stabiler Kreislauf gefragt. Hier oben im Rutschenturm staut sich die Hitze besonders. Inzwischen hat Marcel ein paar Tricks auf Lager. Im Wasser stehen hilft schon mal ungemein und gar nicht an die Hitze denken. Also einfach mit den Besuchern auch Spaß machen, ein bisschen rumalbern, so ein bisschen der Animateur spielen. Ja.
So, der Herr hier, die Dame da, die Kitty ist da. Jawohl, und jetzt die Beine oben drauf. Perfekt. Okay, ready? Viel Spaß. Doch an den Spaßrutschen gibt es auch manchmal Ärger. Wir haben hier das Problem, es geht nur entweder zwei oder vier Personen, nächste Gewichtsverteilung in der Rutsche. Und manche möchten das leider nicht verstehen. Es gibt manchmal kleine Diskussionen, aber es gehört dazu. Manchmal muss Marcel auch härter durchgreifen im Spaßbad. Das zusammen mit dem Wasserpark neu errichtete Hotel ist das sechste im Europapark und macht diesen nun zu Deutschlands größtem Hotelresort mit insgesamt 5.800 Betten. Das Themenhotel hat ganzjährig geöffnet und lockt Besucher unter anderem mit Wellness-Kurztrips. Andreas und Nicole sind im Februar 2020 aus dem Landkreis Emmendingen angereist, um sich ein Wochenende lang zu erholen. Das Zimmer wäre dann auch schon bezugsfertig. Sie haben einmal ganz hinten die Zimmerschlüssel. Frühstück wäre dann morgen von 7 bis 10 Uhr. Ich danke schön. Vielen Dank. Wir wünschen Ihnen einen schönen Aufenthalt. Dankeschön. Dankeschön. Für ihre Übernachtung im Standardzimmer Plus bezahlen die Altenpflegerin und der Verkäufer 245 Euro. Einen Aufpreis von rund 20 Euro für den Ausblick inklusive. Oh, schön. Ewig schön. Oh, schön. Ja, super. Also vor allem hier kann man ja dann heute Abend sogar die Wassershow angucken. Also echt klasse. Mega. Schöne Aussicht inklusive, aber leider nicht das Wellnessangebot. Dafür müssen Nicole und Andreas einen Shuttlebus zu einem anderen Hotel im Europapark nutzen, weil das neu gebaute Themenhotel keinen eigenen Wellnessbereich hat. Also der Bus fährt jede halbe Stunde. Total easy eigentlich. Also stört jetzt auch nicht, dass man irgendwie wegfahren muss vom Hotel. Also uns stört es nicht, dass man wegfahren muss vom Hotel. Ist ja eigentlich alles nah aneinander. Genau. Ist ja nicht so, dass wir jetzt hier eine Stunde im Bus sitzen müssen oder so. Die Busfahrt dauert 5 Minuten. Dann erreicht das Paar den Wellnessbereich Colosseo im gleichnamigen Hotel. Das Motto Italien. Von Skandinavien nach Italien und 15 Minuten mit dem Bus, das ist halt, echt sensationell. Also klasse. Wirklich wunderschön. Ein geschickter Schachzug der Freizeitparkbetreiber. So entdecken die Gäste des neuen Hotels auch die bereits bestehenden Quartiere im Europapark. Für ihre Anwendungen bezahlen Nicole und Andreas zusammen 127 Euro. Los geht es mit einem halbstündigen Milchbad. Ihre bisherigen Ausgaben für ihren Wellness-Trip rund 370 Euro. Der erste Eindruck ist sehr, 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 sehr schön. Sowas bekommt man halt nicht alle Tage. Während ihre gemeinsame kleine Tochter bei Oma und Opa übernachtet, genießen die jungen Eltern ihre Zweisamkeit. Hier geht's nur um uns. Und es kümmern sich alle nur um uns. Und in der Therme ist man ja für sich alleine. Und klar entspannt man sich da auf eine andere Weise. Aber also hier ist es, wie soll ich das jetzt beschreiben? Speziell. Ja, aber gut. Aber gut, speziell. Nicht nur Hotelgäste, sondern auch Tagesgäste können die Wellnessangebote in den Häusern des Europaparks nutzen. Die Strategie, auch im Winter, wenn der Freizeitpark geschlossen ist, Gäste anzulocken. Eine Rückenmassage kostet zum Beispiel 43 Euro. Also für mich wichtig ist runterkommen, mal wirklich abschalten für eine Stunde oder zwei, kommt drauf an. Das ist mir wichtig. Ja, kann ich mich nur anschließen. Genau. Ja, und auch mal nicht Mama sein, sondern mal wieder Frau sein. Das ist schon viel wert. Anschließend entspannen die beiden im Ruheraum und probieren die verschiedenen Saunen und Spas aus. Abends wollen sie noch den Wasserpark besuchen. Ob sie dort trotz der vielen Badegäste auch Entspannung finden werden?